Nein, noch einmal, bei dem Krach kann ja kein Mensch schlafen. Der Mund denkt jeder nur an sich. Und doch ein bisschen Rücksicht. Mach doch nicht so einen Krach, Inge. Du bist überhaupt schon auf. Hast du eine gute Vorstunde schlafen? Sag mal, kannst du mir mal erklären, wie ich in diesem Haus pfusen kann, wenn du im Badzimmer ein Hörspiel ablässt? Eine reizende Familie habe ich. Am 6. habe ich die Mutter gehört aufstehen. Dann hat sie den Kaldor eine Ewigkeit pfeifen. Und am 7. hat sie vielleicht mit dem Putzkessel ein Konzert veranstaltet, sage ich dir. Freitag, heute wird Stecken gemacht. Das Etappenschlafen macht mich ganz blend. Ich habe einen Kopf bei einer Tablette. Jetzt hört doch einmal auf, die ganze Zeit Tabletten zu fressen. Ewig muss ich neue heimbringen. Abführtabletten für die Mutter, Schlaftabletten für dich, Vitaminkapseln für die ganze Familie. Ich lade euch jetzt dann halt zum Essen ein. In die Apotheke. Und das sagt ein zukünftiger Arzt. Komm, ich mach das anders. Steht den Kopf still. Das tut gut. Wie spät wurde gestern? 3, bis du mich abgerechnet hast. Viel Trinkgeld. Brauchst du etwas? Ein 100er bis die nächste Woche. Deine Woche kenne ich, die dauert immer 14 Tage. Nein, am nächsten Mittwoch ist ja Zahltag. Da kommt der Herr Bertli von Mami ein Sackgeld über. Warum denn so bitter, Herr Professor Sauerbruch? Vergiss es. Gestern ist mir wieder mal schlecht geworden in der Anatomie. Der Mensch gewöhnt sich an alles, Brüderherz. Aber ich nicht. Mir kehrt es jedes Mal den Magen. Du, ich glaube, ich stehe das nicht durch. Aber das kannst du der Mama doch nicht antun. Die sammelt ja jetzt schon Patienten für dich. Wenn ich daran denke, 10 Semester und dann die Prüfungen und all das, nur weil die Mutter einen Doktor in der Familie haben. Du wirst ein ganz grosser Chirurg, Bub. Du hast goldige Hände. Hast aber tatsächlich das Kopf, ist weg. Ja? Mhm. Du hast es gut. Du hast wenigstens deinen Willen durchgesetzt. Was heisst denn da durchgesetzt? Ich habe doch der Mama nur Geld gespart. Aus mir wäre doch nie eine Balletteuse geworden. 8 Jahre lang hat sie mich umhopsen lassen. Schade hat es dir aber nicht. Hast du auf jeden Fall eine Bombenfigur? Ja, ja. Mama hat immer gesagt, Kind, durchs Training kommst du eine gute Haltung über. Genau genug, sie schon mit ihrer Karriere kokettiert. Darum musste ich von einer Ballettschule in die andere. Première Position, deuxième Position. Ich kann heute noch kein Ballett sehen, ohne dass mir die Füße wehtun. Guten Morgen, Herr Barley. Hörst du, Mutter ist im zweiten Stock. In 10 Minuten gibt es morgen. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Vater. Gut, der ist im zweiten Stock, in 10 Minuten gibt es zum Morgen. Hallo, Kleins. Und wie war es bei euch so gewesen, gestern Nacht? Viel genug? So wie das tönt, wie wenn ich wer weiß, was für einen Beruf ich. Wie war das bei dir so gewesen? Ja, in dieser Jahreszeit ist es Fenster wie in einer Kuh. Mir nimmt noch mal Wunder, was sich die Herren von den Behörden überhaupt denken. Typisch alles vom Schreibtisch aus gemacht. Das Geheimen nicht und macht einem die Augen ganz kaputt. Wenn ich an das warme Licht von früher denke. Das redest du dir doch nur ein. Wie du ein bisschen altmodisch bist. Ja, und wer hockt vorne mit der ganzen Verantwortung und ist blendet? Ihr natürlich nicht. Man kann ja kaum sehen, ob die Weiche richtig funktionieren. Und dann alle die kleinen Extrasignale, die sie vor ein paar Jahren fürs Tram rausdiftelt haben. Warum nicht beim guten alten Rot-Gelb-Grün bleiben? Du, jetzt gehst du aber wirklich zu weit. Mit diesen Signalen sieht man sogar richtig. Nichts sieht man, so sieht es aus. Mutter! Pass doch auch auf, dummes Viechli, du! Das ist nur der Köppel. Und so etwas wird dann auf jeder Ausstellung prämiert. Der Hund von Haus jetzt. Natürlich ist das Ihr Hund sein. Oder meinen Sie, jemand mit Ihnen selber um? Erziehen Sie Ihre Köter lieber zu einem anständigen Mensch? Nein! Sie wollen den Hund nicht schlagen. Hören Sie sofort auf, dass die Ihre Hund ja einen Knacks über. Strehlen Sie lieber mal die blöden Franzen aus dem Gesicht, dass Sie überhaupt etwas sehen. Das arme Vieh. Raus! Mach das Burkunsch! Haben Sie jetzt das gesehen?
gesehen. Ihr Hund hat gerade das Bein gelassen. Natürlich an meinem Stegengeländer. Ja, aber er hat Welle. So etwas merke ich, bevor es passiert. Ist denn so etwas überhaupt möglich? Wissen Sie, was mir jetzt gerade passiert ist? Ja. Wieso? Ich habe es euch ja noch gar nicht erzählt. Aber das ist so eine schöne, tragende Stimme. Gell? Ja, die geht durch jeden armierten Beton. Guten Morgen, Carli. Guten Morgen, Anni. In 5 Minuten gibt's es morgen. Ist gut. Hol dann. Und vorher wird nicht geraucht. Wird auch wieder rumhupst. Wie die Gritten in den französischen Film. Los, ab ins Badzimmer. Schon unterwegs. Helene ist nie im Pyjama rumgesessen. Die Kunststück, sie hat ja ein Nachthemd getragen. Ja, aber zum Morgenessen haben sie es abgezogen. Die hat gewusst, was sich gehört. Darum hat sie auch alles erreicht. Sie hat ein Kind, den Mann dazu. Wohnt in Amerika. Mrs. William W. Wheatley. Frau von einem Millionär. Von dem haben wir noch nichts gemerkt. Braucht mir etwas? So, ich bin fertig. Moment. Haben wir nicht alles, was wir brauchen? Geht einer hungrig vom Tisch weg? Sind die nicht alle tipptopp angelegt? Von dem redet doch gar niemand. Aber es gibt halt einfach Sachen, die wir uns nicht leisten können. Ein Farbfernseher zum Beispiel. Ausgerechnet, wo du dir doch schon beim schwarz-weissen andauernd die Augen reibst. Nein, nein, die sollen dir das Geld nur behalten, dass der Bube mal etwas zu erben hat. Aber einladen. Einladen könntet ihr mich schon malen. Ach, ich hab fürs Leben gern den Kleinen dann mal gesehen. Also, das Foto kannst du ja nicht in den Arm nehmen. Sagt eine Grosse zu dir. Und wie soll so ein kleiner Amerikaner Heimweh haben nach seiner Großmutter, wenn er sie überhaupt nicht kennt? Was ist, was willst du? Also, und füll da gerade Wasser ein. Die Leitung da ist immer noch kaputt. Mich nimmt schon Wunder, wenn der Spengler mal endlich kommt. Ich habe ihm schon vor 3 Tagen angerufen. Vielleicht haben sie etwas gegen dich. Wer? Spengler. Wieso? Wäre doch immerhin möglich. Ach, dummes Zeug. Wenn ich dort nicht eingegriffen hätte, wäre jetzt Helen Frau von einem Spengler. Was fehlt dir denn noch? Der Mr. William W. Wheatley repariert keine verstopften AB. Handwerk hat goldenen Boden, Mama. Aber Geld stinkt nicht. Gegen die Mama kannst du nicht ankommen. Ein Glück. Was wäre aus euch allen geworden, wenn ich kein Rückgrat hätte? Apropos Rückgrat. Herbert, bist du schon bei der Wirbelsäule? Nämlich vorhin, als ich mich gebuckt habe, hat es mir so einen Stich gegeben. Wo genau? Im 3. Stock. Bin wie viel der Rückenwirbel? Ich kann dir bei jedem Stich anzählen. Lass mich mal schauen. Tut's da weh? Oh, genau. Der ganze Thorax ist pathologisch. Immer der 3. Stock. Ich habe bald meine Bandscheibe, ist allergisch auf den 3. Stock. Oh, das tut gut. Bub, du hast einfach goldige Hände. Aber dreckige Fingernägel. Kann ich dazukommen? Ich bin jetzt auch noch nicht so wichtig. Aber was soll ich dann später mal die Operationsschwestern sagen, wenn du mit solchen Nägeln einen Eingriff machst, dann sind wir doch alle blamiert. Das ist noch lange noch nicht so weit, Mama. Du, übrigens habe ich schon wieder einen neuen Patienten für dich. Der Herr Barmettler vom 2. Stock. Weißt du, der mit nur einer Niere? Er hat mir versprochen, er dürfte dich dann konsultieren. Hoffentlich lebt er noch so lange durch. Hoffentlich lebe ich noch so lange durch. Mutter, gestern ist mir wieder schlecht geworden. Kein Wunder, mit nur einem halben Stück Brot im Magen. So, was ist mit dem Zmorgen? Ja, der ist parat. Sitz nur an. Mhm. Und wer ist wieder mal nicht da? Wer? Inge. Inge! Wenn du schon nicht schlafst, könntest du wenigstens pünktlich am Tisch sitzen. Inge, es gibt Zmorgen. Komm her!
Sag mal, schämst du dich eigentlich gar nicht, so halb angelegt? Wenn es auch nur dein Vater und dein Bruder ist, sind immerhin Herren vom männlichen Geschlecht. Wir wollen da keine Italienerwirtschaft einführen. Sag mal, was verstehst du eigentlich unter Italienerwirtschaft? Hey, Italienerwirtschaft? Du fragst auch Zeug. Das ist keine Antwort. Ich habe dich gefragt, was du unter Italienerwirtschaft verstehst. Oh, du hast auch wieder einen Ton am Leib. Der hängt offenbar aus. Bitte, wenn sie es wissen wollen, kommt sie auch eine präzise Antwort über. Also eine Italienerwirtschaft, das ist zum Beispiel, eine Italienerwirtschaft würde da herrschen, wenn ich nicht da wäre. Sag mal, was haben ihr eigentlich alle gegen die Italiener? Das sind doch genau so Menschen wie mir. Wie spät ist eigentlich? 7:45. Dann ist in New York keine Sonne noch nicht aufgegangen. Die Helen dreht sich sicher gerade auf die andere Seite. Vielleicht ist sie ja erst gerade heimgekommen. Von einer Party. Bis Rockefellers. Ich sehe das ganz plastisch vor mir. Auf einem Persen liegt das Nerzke. Und vom Broadway dringt der Lärm ins Schlafzimmer. Wirklich ein Wunder. Der Broadway liegt ja 10 Strassen weiter runter. Also, ihr habt einfach keine Poesie. Nein, aber ein Stadtplan von New York. Also, für mich ist New York eine seelenlose Stadt. Natürlich, Carly, weil die kein Tram fahren. Ist eigentlich schon etwas draussen wegen dem neuen Tramzug? Ja, nächste Woche wird er geliefert. Das Allermodernste, was es gibt. Alles vollautomatisch. Ungeheuer bequem und leise wie ein Rolls-Royce. Oh, das wird mir auch gekostet haben. Ja, und dann ist noch etwas. Was? Eine Jungfernfahrt und der Presseempfang. Alles geladene Gäste. Der Stadtpräsident, der Polizeipräsident, unser oberster Chef, sämtliche Stadträte. Und wer fährt das funkelnagelneue Tram 2000? Rotet einmal. Du, Vater. Oh, gratuliere, Papa. Das ist dann der Hammer, Vater. Kalli, ich bin so stolz auf dich. Das Fernsehen ist auch dabei. Nein. Ja, es gibt ein tolles Fest mit Tanz und ihr seid alle eingeladen. Zuerst ein gutes Essen und das Trinken an Diskretion. Alles gratis natürlich. Oh. Das Fest muss leider ausfallen. Was sagst du? Und so jedenfalls für mich. Ich kann doch dem obersten Chef nicht im gleichen Kleid gegenübertreten, wo ich schon zu dem 25-jährigen Dienstjubiläum angehabe. Und an der Weihnachtsfeier. Und am Personalfest. Komm ja! Der Baumgartner hätte schon am Leuten ansehen merken. Ja? Frau Wiesner, ich habe kein Wasser. So, ja, der Spengler ist schon lange bestellt. Sie haben kein Wasser. Wir haben es dafür hier reingehauen. Der reinste Rohrbruch. Wann kommt denn der Spengler? Ja, wenn er kommt, ist er da. Auf der alten Müller hätte man sich da verlassen. Wenn der gesagt hat, morgen ist er genau eine Woche später gekommen. Bloß zu seiner Beerdigung war er pünktlich. Das soll ja jetzt ein Geschäft übernehmen. Einer, der bei ihm die Lehre gemacht hat. Ja. Hoffen Sie nicht im pünktlich sein. Was machen wir jetzt mit meinem Kleid? Kauft ihr doch ein neues? Von was? Von deinem Pümpeligeld. Pümpeligeld? Pümpeligeld, ja. Ist doch alle wieder ein bisschen etwas auf die Seite gelegt. Und überhaupt so schlecht verdiene ich jetzt auch wieder nicht. Es wird auch noch etwas übergeblieben sein. Zusammen mit meinem Stipendium, ganz bestimmt. Dein Stipendiumgeld lassen wir schön auf der Seite. Das wirst du dann an einem schönen Tag gut können brauchen. Aber unser Sparkonto wird nicht angerührt, darum heisst es ja so. Nein, nein, lass nur, Carly. Ich schaue mir mein Blausidige nochmal an. Vielleicht ist es zufällig gerade wieder modern. Wenn ich dann mal mein Geld verdiene, dann kaufe ich dir ein Modellkleid. Hat er da noch nie geklemmt eingepackt? Ich kann doch in der Mensa etwas nehmen. Für was denn Geld ausgeben, wenn man das Zeug von dir heim mitnehmen? Danke, nein, weg, Mama. Hat er einen Haufen Anker drauf da? Fetsch mir das Hirn. Eben. Vielleicht ist bei mir gar nichts schmieren vorhanden. Also, bis nachher. Herbert! Der Bub muss doch an sich glauben. Für was? Das tust du doch für ihn. Ja. Weil ich weiss, dass eine Kapazität in ihm steckt. Hauptsache ist, du weißt es. Ja, du hast es nötig, ausgerechnet du. Man fang doch nicht wieder so an. Von mir aus soll sie doch machen, was sie will. Ich muss jetzt. Wo hin gehst? Ich habe eine Verabredung.
Mit wem? Mit einem Mann? Reg dich nicht auf. Kennst ihn nicht. Kannst beruhigt sein. Eine schöne Beruhigung, das. Ach, lass sie doch. Er wird sich doch noch dürfen um seine eigenen Kinder kümmern. Geht einfach aus dem Haus und trifft sich mit einem wildfremden Kerl. Wer weiß, was er denn alles aufschwätzt. So die Puster können einem ein Kind im Bauch reden. Und du liest die Zeitung. Wer bekommt ein Kind? Nein, Karli, mal nicht den Teufel an die Wand. Ich bin so unruhig. Das arme Kind, schließlich ist ja kein Kind mehr. Du, jetzt lass doch mal das an. Ein Leserbrief. Warum schafft man immer mehr Straßenbahnen an, anstatt sie aus der Innenstadt zu nehmen? Diese unmodernen Schienenfahrzeuge, die nicht ausweichen können, behindern den ganzen Verkehr. Dr. Walter M. Zürich. Natürlich ein Akademiker. Du, gell, dein Sohn wird auch weinen. Er wird sich noch wundern. Fort mit der Strassenbahn. Also mir gibt es jedes Mal einen Stich, wenn ich sehe, wie sie die Schienen rausrissen. Darum ist auch der neue Grossraumwagen so wichtig. Es ist eine Demonstration, es ist ein Zeichen, dass wir noch da sind. Wir lassen uns noch lange nicht zum alten Eisen gehen. Im Gegenteil, wir sind noch sehr munter. Und jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht, Anni. Gute Nacht, Karli. Ich meine, lass noch. Für dich ist es gute Nacht am Platz. Es wird höchste Zeit, dass du wieder mal mehr am Tag Dienst hast. Entweder bist du bis abends gespannt fort oder musst am Morgen allerher gehen, zu früh raus. Ich hätte nie gedacht, dass einem das Schnarchen so könnte fehlen. Anke, darf ich nicht vergessen zu kaufen. Soll ich jetzt zum Mittagessen kochen? Das haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gehabt. Schnitzeli. Mit Röslichöl. Ja, so nein. Inge hat ja den Röslichöl nicht gern. Ja, du, nimm mir halt Blumenkohl. Komm mal ja! Eba, Röslichöl. Was, der Spengler kommt doch noch. Das ist ja kaum zum Glauben. Kommen Sie, die Türen ist offen. Das ist Grüezi, Frau Wiesner. Grüezi, Herr. Ja, Sie sind das. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Seit wann sind denn Sie wieder im Land? Erich, ich meine Herr Weber. Ja, Sie können ruhig noch Erich zu mir sagen. Trotzdem. Da. Gut. Ich arbeite wieder bei der Firma Müller. Wie früher. Ja, der alte Müller. Ja. Hätte sich auch nicht träumen lassen, dass er jetzt schon tot ist. Das Herz. Seine Frau hat mich zurückgeholt. Ja, jetzt bin ich da. Ein Unglück und selten allein. Hast du schon Kaffee getrunken, Erik? Ja, ja. Bei der Frau Müller. Deren ihre Lüre kenne ich. Ihr Mann kann kaum an einem Herzschlag gestorben sein. Vier Zucker, gell? Ah, das haben Sie nicht vergessen. Danke. Bitte. Ah, da ist er ja, da, der Bill. Wenn er dich stört, kann er ihn ja umdrehen. Nicht nötig. Sebi ist vorbei. Eben. Wie ist es eigentlich dir so ergangen? Hm? Bist du geheiratet? Sehen Sie ein Fangeisen? Kommt noch. Kommt alles noch. Aber ich bin richtig froh, dass du dich hast trösten können. Ihr geht's ja jetzt auch gut. Habe ich dir die Speiskarte gezeigt? Helen hat mir die Speiskarte vom Hochsitzmenü geschickt. Wir konnten ja nicht dabei sein. Es ist nicht gegangen, terminlich. Das Haus ist frisch verputzt worden. Da. Waldorf Astoria Wedding Bankett. Ist es nicht wie ein Märchen? Kaum zum Glauben. Ja, ja.
Und da wohnen sie jetzt. 44 ist die Etage. Also in diesem Haus wird ja nicht Hauswartsfrau sein. Die ist eigener. Da, wo der Pfeil ist, sie kann bis zum Hötzen überschauen. Schönes Bild, gell? Hat sie mir geschickt. Ah, wirklich rührend. Ja, ja. Sie kann mir auch dankbar sein. Wenn ich dort nicht eingegriffen hätte, wäre sie jetzt... Meine Frau. Erich, so etwas darfst du nicht sagen. Schliesslich will man ja nur das Beste für seine Kinder. Das kann man ihm doch nicht übel nehmen. Ich habe da den Bruch. Ich muss noch ein Stück Rohr reinmachen. Komm dann später noch mal vorbei. Vergiss es nicht, gell? Du, Erich, sag mal, hast du eigentlich den Dan... Ja, so nett ist ja gar nicht möglich. Du hast den Dan noch nie gesehen. Welchen Dan? Das Kind, am Helen sein Bub. Vom Bill? Ja, selbstverständlich vom Bill. Von wem denn sonst? Ach, du stellst auch Fragen. Da. Mit 4 Wochen. Da halbjährig. Und da wird er gerade 3, siehst du. Und da geht er in die Schule. Siehst du, da steht Schule. Man sagt es cool, das heisst Schule. Ja, und wo ist der Bill? Ja, der hat an dem Tag nicht gerade können, sonst wäre er auch auf dem Bild. Ist schon mit Schnüsselig. Ja, ja. Ich hole jetzt das Stück Rohr. Oh, Sali, Erich, geht's dich wieder? Sali, geht's gut? Kommen dann später noch mal vorbei. Sag mal, was ist denn mit dem los? Aha, also, wie im Frühling bist du wie eine Dampfwalze. Stocher ist mit dem Hochzeitsessen von der Helene offene Wunden rum. Das sag mal, wer redest du mit mir? Schließlich bin ich immer noch deine Mutter. Also, wenn er sie wirklich gern hat, dann will er doch auch, dass sie glücklich ist. Mit einem anderen? Das kleine Opfer muss er ihr schon bringen. Entschuldigung, ich hätte das Kind nicht alle lieber hier bei mir. Du bist ja so selbstlos, Mama. Was ist das für eine Tasche da? Meine? Seit wann? Seit 10 Minuten. Sieht auch noch ziemlich neu aus. Wolltest du nicht fragen, wo ich sie her habe? Nein, den gefallen tue ich dir nicht. Man kann mir alles vorwerfen, nur nicht, dass ich neugierig bin. Du, Mama, warum mischst du dich eigentlich immer und überall ein? Ja, das muss ich doch, als verantwortungsbewusster Mensch. Man kann doch lieber einfach dem Schicksal überlassen. Siehst du ja jetzt, was du davon hast. Du hast ja nie wollen auf mich hören. Im Skiwerferlicht könntest du jetzt stehen. Ganz allein auf der Bühne und ein Bade dort tanzen. Aber nein. Ich fühle mich in meinem Beruf sehr wohl. Beruf? Als Tänzerin hast du Ovationen. Als Serviettochter läuft man höchstens mal ins Füdli. Mich will keiner. Meinen Sie auch nur symbolisch? Oh, die Tasche ist wirklich hübsch. Von wem hast du gesagt, Hübsi? Ich habe gemeint, sei nicht neugierig. Ach so, ja, du wolltest es mir auch nicht sagen. Ja, ja. Heb du nur deine Geheimnisse vor deiner Mutter. Mit so Heimlichkeiten hat es bei der Karin auch angefangen. Dann ist sie unter den Trolleybus gekommen. Hast du mal gesehen, wo so etwas anführt? Soll ich schauen? Nein, nein, lass noch. Es wird Erich sein. Was heißt? Das gibt's doch nicht. Was? Fies! Draussen steht jemand mit dabei von Helen. Aber Mama, Fies, die zu Amerika rumlaufen, die stehen doch nicht auf deinem Scharissen. Hörst du? Ja, es läutet. So, mach doch auch auf, Mama. Das ist ja wirklich die Helen. Helen, stopp! Hat sie zu dir gesagt, mach auf oder zu mir? Ich bin ja schließlich ihre Mutter. Komm mal rein, die Tür ist offen. Kind! Mama! Oh, oh. Ich habe so Sehnsucht gehabt. Und ich, Hörst. Ja, komm mal rein. Ja, wo ist ja der Danny? Was, der Danny? Ja, du hast das Kind mitgebracht. Nein, ist jetzt das eine Überraschung? Ja, komm, halt, du Kind, du. Ja, hör schon, nochmal. Also, das ist mein Enkelkind, Dan. Inge. Helen. Ui, bist du schwer. Oh. Und die Augen. Ganz der Grosspappe. Karlin! Inge, geh hol den Pappe. Ja. Das ist typisch. Die Helen kommt und der Pappe schläft. Danny, hast du mir dich mir... Hast du dir deine Grossmama so vorgestellt? Hey, what did you say? Wie? Er fragt, was du gesagt hättest. Your granny asks if you like her. What the funny old lady?
Why does she cry? Yes, then. Er hat gesagt, dass er dich gern hat. Und dann hat er gefragt, warum du heulst. Er hat vollkommen recht. Für was heule ich eigentlich? Es ist immer das Gleiche bei mir. Bei freudigen Ereignissen heule ich mich halb zu Tod. Und bei Beerdigungen kommt dann kein Tröpfchen. Helen! Warte! Du hast dich überhaupt nicht verändert. Du siehst doch genauso gut aus wie damals. Ja, das hättest du erst gesehen, wenn er gestrahlt ist. Carly, das ist mein Enkelkind, Dan. Jees, alle Kleinen. Nein, das versteht ihr nicht. Schau mal. Das ist your Grandmutter. Helen, Kind, das ist dann eine Überraschung. Ich habe das Gefühl, ich habe meinen Brief nicht gelesen. Ja, was heisst denn, deinen Brief nicht gelesen? Wir kennen deine Briefe alle auswendig. Da, der letzte, vor 3 Wochen angekommen. Ach so. Er sieht grösser aus als auf den Fotos. Ja. Dann habe ich meinen Brief überholt. Wir sind nämlich mit dem Spezialjet geflogen. Was hast du denn? Hey, sie ist einfach mit den Nerven völlig am Boden. Das ist unser Zeitalter. Genau. Fliegen da schneller als der Schall. Es muss furchtbar sein. Du hockst in einer Kabine und die eigenen Wogen fliegen hinterher. Oh, Inge, geh du. Ja. Na, so eine Überraschung verträge ich nicht. Ein Expressbrief für Frau Wiesner. Was? Da gib mal an. Moment. Wo ist meine Brille? Oh, bitte. Danke. Liebe Mama, diesen Brief hätte ich schon lange schreiben müssen. Ja, was ist denn jetzt los? Ich muss euch doch schließlich auch noch etwas zu erzählen haben. Was mit drin? Und wo hat er die denn angeregt? Was heisst er mich, ich ihn? Was darf sie, habe ich ihn gefragt. Ein Espresso, hat er gesagt. Und dabei hat er mich ganz kurlig angeklotzt. So unverwandt, 3,5 Stunden lang. Und dann? Hat er gezahlt. Und kein 5er Trinkgeld gegeben. Da habe ich sofort gewusst, das bedeutet etwas. Und richtig, am nächsten Tag ist er wieder da gesessen. Und am übernächsten auch. Eine ganze Woche lang und immer allein. Nichts außer den Espresso bitte und danke. Aber dass er im Espresso, das ist mir sofort so ausländisch vorgekommen. Auf Deutsch gesagt, er ist Italiener. Spielt nebenan der Lolita Bar Trompete. An einem Tag hat er sich zweimal hintereinander einen doppelten Cognac bestellt. Jetzt oder nie, habe ich mir gedacht. Auf jeden Fall hat er auf einmal den Schnurrenploder überkommen. Herzlich, sage ich dir. Ich habe so viel gespürt. So etwas spürt man ja als Frau. Der Mann hat meine Wellenlänge. Und was hat er eigentlich zu dir gesagt? Was? Wie? Ach so, der Bruno, so heisst er nämlich, Bruno Ranieri. Der Bruno hat mich gefragt, ob ich sein Solo gehört habe. Er hat extra für mich laut gespielt. Extra für mich, tu sei per me la più bella del mondo. In B-Dur. Hat der Mann eine Poesie? Heute weiss ich gar nicht mehr, wie ich es ohne ihn aushalten konnte. Dabei ist alles noch... Du, er ist ja so anständig, sage ich dir. Ach, manchmal sogar zum Verzweifeln anständig. Und was sagt die Mutter dazu? Die hat vor allem natürlich keine Ahnung. Die anderen auch nicht. Es ist gar nicht so einfach, denen einen Südländer schmackhaft zu machen. Dabei probiere ich es schon so ganz vorsichtig, weißt du? So Umerziehung. Re-Education bis Business. Du bist ja wirklich rührend Dinge. Dabei kannst du ja machen, was du willst. Du bist ja schließlich volljährig. Bei der Mama ist mir doch nie volljährig. Sie behandelt mich immer noch wie früher. Du hast es gut. Du bist unabhängig. Außerhalb der Gefahrenzone. Du hast einen Mann, der die Mama anhimmelt. Nichts habe ich, nichts. Verstehst du? Nein, das verstehe ich nicht. Stimmt etwas mit eurer Ehe nicht? Die ganze Ehe stimmt nicht. Wir haben nie geheiratet. Nein. Doch. Ja, aber deine Briefe und Fotos und Speiskarten? Alles Schwindel. Ich bin nur zu fein, euch die Ware zu schreiben. Und stolz. Aber das ist ja furchtbar. Wenn das Mama, du, von dem darf Mama nie etwas erfahren. Nie. Wie stellst du dir das vor? Es tut mir leid. Ich denke zuerst an die Mutter. Dabei musst du doch... Es war bestimmt nicht einfach für dich. Aber eins verstehe ich nicht. Bill und du, ihr habt euch doch immer so gut verstanden. Ja, da. Auch auf dem Flug über noch. Aber als er wieder bei seinen Leuten war, war es nicht mehr mein Bill, sondern der Mr. William W. Whitley. Ein Herr. Bloß ich war keine Dame.
Nach 3 Wochen habe ich Koffer gepackt. Warum bist du nicht einfach heimgekommen? Ich hatte doch kein Geld gehabt. Und ihn wollte ich natürlich nicht anpumpen. Und außerdem, ich hätte doch das unserer Mama nicht antun können nach dem Abschied. Die ganze Straße war ja am Flugplatz. Wir haben die Mama da gestanden vor allen Leuten. Blamiert bis aufs Hemd. Ach, Scheissdreck. Du sagst es. So bin ich halt in New York geblieben. Zuerst als Dienstmädchen bei einer ungarischen Familie. Die hat mich besser behandelt als Witlis. Dann habe ich einen Job bekommen im Waldorf Astoria. Aha, darum die berühmte Speiskarte. Hat der Mama sicher imponiert. Doch was heisst da imponiert? Verschlungen hat sie und die ganze Nachbarschaft musste mitessen. Smoked Salmon, Nova Scotia, Filet auf Sol Meunier. Du, wir haben geschwelgt, sage ich dir. Während du wahrscheinlich nichts zu knabbern gehabt hast. Du, aber der Bill, der hat doch für den Unterhalt aufkommen. Ich meine, Alimente zahlen für den Dan. Nein, das hat er eben nicht müssen. Er hat mit dem Dan gar nichts zu tun. Ja, willst du mit dem etwas sagen, dass der Bill... Nicht der Vater vom Dan ist, ja. Ja, aber wer? Er war nicht mehr der Jüngste. Und er kennt Steve McQueen. Aber er hat sich um mich gekümmert. Du kannst dir nicht vorstellen, wie allein man in einer 10-Millionen-Stadt sein kann. Ich verdanke ihm sehr viel. Ja, das kann man wohl sagen. Oh, Entschuldigung, Helen, das war jetzt überflüssig. Er ist alle 2 Wochen von Boston übergekommen und wir haben dann 3 Tage für uns gehabt. An dem Tag, wo er erfahren sollte, was mit mir los ist, hat er mir erzählt, er sei verheiratet. 2 Kinder und seine Fabrik gehören seiner Frau. Da habe ich es nicht gesagt. Als er wieder weg war, bin ich einfach umgezogen. In New York braucht man sich ja nicht umzumelden. Und als dann der Dan auf der Welt war, habe ich wieder geschafft. Und habe jahrelang gespart, bis ich das Geld für den Rückflug beieinander hatte. Und jetzt? Hast du mir noch Zigaretten? Ich gehe schauen. Leni! Herbert! Schwesterherz! Draussen steht ja gar kein Cadillac. Bist du etwa ohne Wagen da? Ich lache, ich freue mich. Ich mich auch, Herbert. Woher weißt du überhaupt, dass Helen da ist? Ja, die Mutter hat angerufen, in Seziersaal. Der Professor persönlich hat abgenommen. Mama hat den Pater mich heimgeschickt und das hat er auch gemacht. Oh, das war dann ein Schreck. Ich komme um die Ecke, sehe vor dem Milchladen einen riesen Auflauf und höre die aufgeregte Stimme der Mutter und denkt sich, etwas passiert, drückt mich durch. Und? Na, rede. Ja, nichts weiter. Mutter präsentiert nur der verstummten Nachbarschaft, ihren amerikanischen Enkel. Die grosse Annie wissen wir schon. Es hat nur noch gefehlt, dass sie mit dem Teller rumgelaufen ist. Und mich schnell verdruckt. Aber die Boy ist also wirklich Wucht. Und er hat uns gesagt, von wem ist er eigentlich? Ich sage dem Bill ganz sicher nichts. Andere? Seit wann verstehen ihr keinen Spass mehr? Weil es keiner ist. Kannst du es ruhig wissen. Die Helen ist nicht verheiratet und der Dan ist nicht das Kind von Bill. Sie bleibt jetzt da, wir müssen eine Stelle suchen. Ah! Oh. Das wissen, aber das ist ein bisschen viel aufs Mal. Das kann man wohl sagen. Ich habe gemeint, du schlafst. Und ich habe das Gefühl, ich träume. Wegen dem bist du also heimgekommen. Armes Kleins. Kein Millionär. Kein Apartment in der 44. Etage. Und kein Vater fürs Kind. Von dem darf Mama aber nicht erfahren. Auf keinen Fall. Das wollte sie glatt umschmeißen. Das wäre für sie wie ein Sturz von einem Wolkenkratzer. Ja, aber was wollen wir machen? Du kommst am besten gerade mit ins Espresso. Unsere Buffet-Dame will sowieso aufhören. Die ist schon im 8. Monat. Aber ich bin doch noch nie hinter dem Buffet gestanden. Doch, im Waldorf Astoria. Weißt du denn das nicht mehr? Kann doch niemand kontrollieren. Wir gehen gerade an. Das ist jetzt ein herziges Mäntel, das du hier hast. Lila ist dir alle gut gestanden. Wie viel Dollar hat das gekostet? Papa, der ist doch rot. Hä? Rot? Klar, rot. Oh, wieso rot? Die haben mich nur versprochen. Wir kommen jetzt auf Lila, ich bin doch nicht blau. Also bis nachher, wir sind zum Essen wieder zurück. So lang. Viel Glück. Macht's gut. Jetzt müssen wir aber alle schaurig auf dem Kiwif sein. Was Mama wirklich nicht merkt, bei der in ihrer Nase. Wenn die etwas herausfinden will. Ah ja, wenn sie etwas herausfinden will. Aber wer im Glück badet, zieht doch nicht selber den Stöpsel aus der Badwanne. Ich gehe ein bisschen schlafen. Dass du das kannst, nach all dem? Ich könnte kein Auge zutun. Ich schon. Bin manchmal ganz froh, wenn ich nichts sehe. Und höre natürlich. Ich tue einfach abschalten. Abschalten wirkt besser als deine Schlafpille. Wenn ich nur wüsste, wo bei mir der Schalter ist. Jetzt werden sie
Komm in, los, Bub, und stell dein Päckchen dort hin. Der. Ist glatt mit dem Grossen einkaufen, gell? Shopping mit Grossi. I'm toasty, Granny. Aha, just a moment. Main Street, Police, Sun. Was hast du gesagt? Also, just a moment. I'm toasty, Granny. Ah. Das ist nicht unter S. Thursday, da. Thursday, Donnerstag. Ja, nein, das ist ein Irrtum. Heute ist Freitag. Not Thursday. I'm toasty, Granny. You don't understand. Why do you speak so funny? Ja, ist ja schon toll. So ein kleiner Bub und redet schon fließend Englisch. Something to drink, please. To drink? Aha, ganz der Pappe. Ganz your Peps. Da ist er gesessen am gleichen Table und da hat er so die Füße aufgehebt. Relax. Mary hat er gerufen. Ein Oderbottel. Dem hat dann das Bier vielleicht geschmückt. Also. Yeah, that's fine. Give me orange juice. Ja, siehst du, wenn du schon gut Deutsch kannst. Cold. Ice cold. Hey, 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 hey. Just a moment, I drink with you. Prost, Danny. Prost. Auf deine Gesundheit. Joi, nicht so gesprengt. Ganz der Pappe. Wo ist eigentlich dein Pappe? Also, just a moment. A feind, Papi, your daddy, isn't? I have no daddy. Ja, ja, nicht da, er ist halt zu Amerika. Who is that guy? Moment, who, wer ist der, der? Ja, du wirst doch deinen Pappe wieder erkennen. Ja, ist natürlich schon ein älteres Foto. Also, this is your daddy, long, long ago. But the children have parents. I only have mommy. We don't need a daddy, no. Yes, then, verstehe kein Wort. So geht das Schicksal mit der Familie durch. Der eigene Enkel muss in einer wildfremden Sprache aufwachsen. Du, aber weißt du was, das schaffen wir schon. Du lernst ein bisschen Deutsch und ich noch ein bisschen mehr Englisch. Und das geht dann 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6. 8, 9, 10. Sehr gut. Und jetzt ganz langsam und auch auf Deutsch. One, eins. Eins. Nein. Eins. Eins. Du, der lispelt ja. Wieso? Er muss schon mal hören. Eins. Eins. Das kommt vom TH. Hat er das schon lange? Ab und an. Bring ihn jetzt zuerst ins Bett. Er soll vor dem Essen noch ein bisschen schlafen. Ja, leg ihn im Eisbett. Hast recht. Vielleicht liegt es an dem. Was? Übermütig. Er hat den Bill nicht wieder erkannt. Wahrscheinlich hat er dich nur nicht verstanden. Dann go to bed. I don't want to sleep. Aha, der will gar nicht ins Bett. Der ist nicht müde. Du verstehst aber schon sehr viel. Ja, für das musst du nicht Englisch können. Das ist bei den Gofen Intercontinental. Weißt du was? Ich lege ihn ins Bett. Stell du die Herdöpfel auf. Danny, komm an, we are losing on the Küsse. Grüezi, Miss. Mrs. Ja, sorry, Erich. Weißt du nicht mehr, wie ich geheissen? Ja, doch schon, aber warum eigentlich nicht? So, sorry, Leneri. Die Tür ist offen. Mhm.
musst entschuldigen. Ich muss die Herdöpfel abtun. Die Leitung ist übrigens kaputt. Es kommt kein Wasser. Kannst du nicht einmal nachschauen? Ja, wieso meinst du, bin ich da? Hast du jemand gedacht wegen dir? Sag schon nicht. Leid. Vergessen. Wie geht's dir? Ehrlich, es tut mir wirklich leid. Was? Du weißt doch. Ich war hier dumm und eingebildet. Ich musste auch schwer dafür zahlen. Ich weiss. Was? Alles. Vom Bill. Von wem? Vom Bill. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin doch damals auch abgehauen. Ich meine, ich bin ja ziemlich hart im Nähen, aber dich so Arm in Arm anzutreffen mit dem dort. Vor 3 Jahren hat er geschrieben, ja, der Brief ist zurückgekommen mit einem Begleitschreiben von Bill. Er wüsste deine Adresse nicht. Und so weiter. Du, ich wäre fast übergekommen und... Ja, hätte mal geschaut, was du so machst. Aber dann habe ich zufällig einen Film gesehen über New York. Und da bin ich nicht mehr ganz sicher, ob die auch finden. Hast du Mutter etwas davon erzählt, von allem? Ach, ich bin doch nicht. Es geht mir ja gar nicht an, oder? Bist ein anständiger Kerl. Hör bloß auf mit dem. Der eine ist glücklich und der andere ein anständiger Kerl. Was ist denn da los? Erich, du schmeckst ja, während du unterdessen eine kölnische Wasserleitung abdichtet hättest. Helen, gang, kümmere du dich um den Dan. Er will etwas, noch nicht verstanden. Was nicht muss er mal? Auf Englisch. Bis nachher, Erich. Mhm. So, jetzt mach aber vorwärts, gell? Die Familie fährt jeden Moment zum Essen ein. Das ist eigentlich schon erstaunlich. Was? Eben, dass Helen so geblieben ist, wie sie ist. Immerhin als Frau von einem Millionär. Da schauen Sie, das Lehner ist doch im Grunde genommen ein einfacher Mensch. Und wir sind auch einfache Leute, Sie, Frau Wiesner, Ihre Familie und ich. Vielleicht gefällt ihr gerade das. Helen weiss schon, wo sie hingehört. Zum Bill. Der weiss, was er anderen hat, und sie weiss es auch. Außerdem wird sie ja ununterbrochen an Bill erinnert durch den Buch. So etwas bindet. So, das hebt für den Moment. Ich muss dann bei Gelegenheit ganz Rohr sitzen. Ich nehme den Kunststoff, der ist weniger empfindlich. Das hat Zeit, Erich. Ah ja. Dann gehe ich jetzt in den Keller den Haupthahnen anstellen. Das mache ich schon. Und sag doch der Frau Müller, sie soll die Rechnung gerade direkt dem Hausmeister schicken. Dann kannst du dir den Weg da an noch mal ersparen. Ja, dann. Ja, dann richte ich Helen deine Grüße aus. Möchte sie jetzt nicht vom Kinder wegholen? Der Bub ist so sensibel. Wie der Bill. Ich weiß nicht, ob du mich verstanden hast. Doch. Doch. Obwohl sie immer sehr zart sind mit ihren Anspielungen. Guten Morgen, Anni. Guten Morgen, Karl. Ja, bist du schon auf? Ja, ich kriege kein Auge zu. Das ist die Freude, Karli. Hä? Aha, ja, ja. Sag mal, ist dir eigentlich am Helen nichts aufgefallen? Ja, wieso? Hast du etwas gemerkt? Ich meine... Nein, mir ist eigentlich nichts aufgefallen. Ja, dir nicht. Aber an einer Mutter bleibt nichts verborgen. Das Kind ist ganz anders als früher. So ruhig.
so ausgeglichen. Das macht die glückliche Ehe. Ja, ja, das wird sie. Sie redet auch kein Wort über den Bill. Warum soll sie auch? Eben, das ist ein gutes Zeichen, gell? Du, also wenn sie unglücklich wäre, hätte sie mir das schon längstens erzählt, da kannst du Gift draufnehmen. Ja, klar. Man, mit solchen Sachen macht man ja keine Späßchen. Du, Anni? Ja? Ich habe mir die Sache wegen deinem Kleid noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist schon lange erledigt. Ich habe mit der Schneiderin geredet. Sie will es noch mal probieren mit dem Blausittigen. Zum siebten Mal. Frau Wiesner hat sie gesagt, das ist kein Kleid, das ist ein Bumerang. Du wirst schon recht ausgesehen. Ja, du aber auch. Du musst ja sogar. Du bist ja schließlich die Hauptperson. Mhm. Bist du sicher wieder dicker geworden? Ich dicker? Kein Gramm habe ich zugenommen. Ah, das wollt ihr jetzt erst einmal schriftlich sehen. Schwarz auf weiß. Wieso? So, nimm dich zusammen. Ach, Carli. Heute habe ich fast doppelt so viel von dir wie vor 30 Jahren. Ja, man ist auch nicht übertreiben, gell? Du musst aber den Bauch nicht einziehen. Zieh ihn nicht ein. Einschnaufen. Eben. Für was brauchst denn du meine Maß? Einfach so. Könnt ihr mal jemanden anfragen? Nach meiner Taille? Die Leute fragen nach den unmöglichsten Sachen. Du, Anni, hm? Muss ich mich anlegen zum Essen? Aber Carli, was soll denn der Danny von uns denken? Im Morgenrock zum Mittagessen? Eiweiss habe ich ja noch nicht geschnacken. So einen Elektromixer sollte man haben. Komm ja! Carli! Hm? Ich glaube, es langt, wenn du dich rasierst. Ah, gut. Mama, es läutet! Ach nein! Wie? Ah, das habe ich nicht zu Ihnen gesagt, Fräulein Wipper. Das hat dem Herbert gegolten. Carissa, es hat noch kaltes Wasser. Was? Ihr heißes Wasser ist kalt? Ja, so ja. Ich habe ja von lauter Aufregung vergessen. Ich habe ja im Keller unter der Haupthahne wegen dem Boiler abgestellt. Ja, wenn Sie jetzt baden, mitten am Tag. Ja, wegen dem müssen Sie nicht rot werden. Sauberkeit ist keine Schande. Also gut, dann tue ich Ihnen jetzt den Boiler wieder anstellen, vor allem bitte. Danke, Frau Wiesner. Bitte, bitte. Kommt natürlich Besuch über. Ein properes Mädchen schaut auf sich. Also, wenn etwas wäre, ich bin im Keller, muss noch nach der Heizung schauen. Mach das doch, Mama. Aber nein, du mit deinen diffizilen Händen. Mensch, ich hab dich durch die Matur abgebracht, dass du dir an der Heizung kannst die Hemddreckung machen. Nein, nein. Kümmere du dich ums Eiweiß, das schlägt mir eh dein Fach. Du, Anni, darf ich ein bisschen heißes Wasser aus dieser Pfanne, wenn es schon keins gibt auf dem Hahn? Aber nur ein bisschen, gell? Alles andere brauchen für die Suppe. Was, der ganze Topf voll? Ach, komm. Essen wir die Suppe heute in dem Röhrli? In dem Wasser wird doch die Büchse heiß gemacht. Stellst du mir sie nachher rein? Es gibt Mock-Turtle-Suppe mit One Spritzli Sherry wie im Waldorf Astoria. Und zum Schluss serviere ich Käse als Hors d'œuvre. Als Hors d'œuvre Käse. Mama ist herrlich. Hoffentlich gibt es die Suppe nicht als Dessert. Du musst dir jetzt gar nicht einbilden, nur weil du Latinisch kannst. Mama ist nie auf die Uni. Sie ist nur hier gebildet. Hier. Das ist Ihre Fakultät. Weißt du, wie ich es gemeint habe?
Über die Mama kann man sich gar nicht lustig machen. Sie muss man ernst nehmen. Mama weiss, was sie will, ob es richtig ist oder falsch. Eine Energie strahlt sie aus. Direkt Starkstrom. Wem sagst du das? Es ist doch so etwas wie meine Oberleitung. Sie sorgt dafür, dass es weitergeht. Ja, ihr haltet uns im Draht. Au! Das ist so etwas Dummes. Ja. Ich bin auch ungeschickt. Ah, ich habe natürlich auch fast nicht geschlafen. Der Besuch bringt einem auch ein bisschen durcheinander. Also, meine Blutgruppe schmeckt mir nicht. Kein Wunder, machen die Schnucken alle wie einen grossen Bogen um mich herum. Schmeckt wie Tinte. Vielleicht hast du Flausblut. Nein, das ist rot. Das weiss ich genau. Sag mal, Papa, du hast doch immer einen Blick für Derings. Findest du, dass die Krawatte zu mir passt? Da fragst du am besten die Mama. Ich habe das Gefühl, die Farben sind ein bisschen aufdringlich, oder? Ja, ein bisschen bunt ist sie schon. Ich weiss nicht, ob das Grün für mich gut ist. Was Grün? Ja, da, die Dreieck. Eigentlich bin ich doch ein bisschen zu bleich für die Farbe. Ja, das Grün von diesen Dreiecken, da könntest du noch recht haben. Los mal, Vater. Warum machst du mir eigentlich etwas vor? Die Dreiecke sind erstens kein Dreieck, sondern runde Punkte. Und zweitens sind die Punkte nicht grün, sondern braun. Du siehst nicht gut und du kannst auch die Farbe nicht mehr richtig erkennen. Wie kannst du so etwas sagen? Ich komme jeden Tag an ein paar Dutzend Ampeln vorbei. Ich sehe Tramsignale einwandfrei und ich kann genau unterscheiden, was rot und was grün ist. Du kannst unterscheiden, wo rot und grün ist. Rot ist oben, grün unten. Papa, ich beobachte dich schon ein ganzes Weile. In dieser Jahreszeit ist es finster wie in einer Kuh. Das geheime Neon macht einem die Augen kaputt. Der lila Mantel vom Helen. Ja, glaubst du, ich denke mir nichts dabei? Wann hat denn das angefangen? Vor etwa 3 Monaten. Am Tag geht's ja, da merke ich fast nichts. Nur zu oben. Zu Nacht. Natürlich auch nicht immer. Ich fahre ja ganz vorsichtig. Strengt mich manchmal nur ein bisschen mehr an. Aber wenn ich Frühdienst und Obendienst im Winter abtusche. Am Tag ist wirklich fast nichts. Warum sagst du jetzt nicht? Wann wäre der nächste Testuntersuch beim Vertrauensarzt von der Verkehrsbetrieb fällig? Na, warte mal. Das nächste Jahr irgendwann mal. Es ist ja alle 4 Jahre. Du musst jetzt zum Arzt. Wieso? Ja, meinst du, es ist etwas Ernstes? Aber ich kann doch immer noch fahren. Ich muss doch weiter können fahren. Zuerst musst du zum Doktor. Ich melde dich auf der Universitätsklinik an, beim Professor Kleingutti. Was, gerade beim Professor? So schlimm ist es also. Es kann auch ganz harmlos sein. Ja, hallo, bon. Meld mich halt mal an. Aber die Mama darf auf keinen Fall etwas davor erfahren. Auf gar keinen Fall. Sag ihr nichts. Bei uns gibt es doch so etwas wie eine Schweigepflicht. Ja, die regt sich furchtbar auf und dann ist sie Lappalien. Das wäre doch absolut möglich, oder? Na nur, du bist ja gar nicht fertig. Und der Papa hat sich im Finger geschnitten. Und du bist ganz bleich. Ja, weißt du, dass ich kein Blut gesehen habe? Hoffentlich gibt sich das gleich. Du Herbert, pack doch dort mal die 7 Plätzchen aus.
Aber dass man nicht umgeht, ist sie noch blutig. Der Bär kann nicht schlafen. Das wundert. Weil er das Essen wird jeden Tag seine Grossmama kennen. Nach dem Essen wird er schon müde sein. Soll ich den Tisch decken? Er ist schon deckt. Nur das Besteck fehlt noch. Ich mache unterdessen die Suppe parat. Carli, das ist Geschirrtuch. Ah, das solltest du jetzt aber langsam wissen. Dann, im Badzimmer hat es auch ein Handtuch. Mach auch nicht so ein unglückliches Gesicht. Also, ihr Männer sind komisch. Ein kleiner Schnitt im Finger und schon tönt er, als ob er ein Kind überkommt. Ja, das Rasieren ist auch nicht gerade ein Vergnügen. Und das sagt er mir in Gegenwart von 2 Metern. Herbert, dann hol den Bengi. Die Suppe ist delicious. Komm an, Ben. Platz nicht zum zweiten Mittagessen. Ich rühre Plätzchen nachher in die Pfanne. Ich mache es à la minute. Oh. Und wer ist wieder mal nicht da, wer? Inge. Aber wir fangen an, es gibt Grenzen im Rücksicht nehmen. Oh, jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Helen, geh hol die Weingläser. Herbert, komm, mach sie auf. Beaujolais, ein guter Jahrgang, sagt der Milchmann. Warum hat er denn kein Glas? Soll doch jemand auch Rotwein trinken? Nur ein bisschen. Wir haben doch schließlich so eine Art Familienfestival. Ein Wunder, dass du nicht nur Presse eingeladen hast. Lass das, Herbert. Du weißt, ich kann es nicht gern. Es langt, wenn einer in der Familie bedient. Dann ist möglich, meine ich. Also. Prost. Ein guter. Guten allerseits. Guten. Ein guter. Eat slowly. Yes, Mami. Ohne mich selber zu loben, die Suppe ist. Gelungen, hä? Ja, ja, Büchs hast du grossartig aufgemacht. Du, gell? Du brauchst gar keinen Witz zu machen. Wenn du wüsstest, was die Büchse gekostet hat, würdest du die Suppe grossartig finden. Schildkrotten und Schmocktörtel ist halt ein Unterschied. Also dann? Also dann? Moment. Kinder, es gibt keine lange Rede. Was ich euch will sagen, lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Ausgerechnet. Wir müssen entschuldigen, ich müssen für eine bekannte Stelle besorgen. Und? Hat es geklappt? Von morgen an. Was geht denn uns da so? Da, nimm die Suppe, es hat genug. Jetzt sind wir, denke alle, so weit. Mein lieber Carli, meine guten Kinder, mein kleiner Dan. Hey, what did you say? Ja, du kannst ihm ja later übersetzen. Ich bin kein Freund von grossen Worten. Aber wem das Herz überläuft, der hat das Maul voll. Inge schlürft nicht. Nach vielen Jahren sind wir heute alle wieder einmal vereint. Das heisst, also, Bill kann leider nicht dabei sein, aber ich bin sicher, er lünscht im Geist mit uns mit. Ich weiss, wir haben oft hintenrum über eure Mutter gewettert. Schönheit. Ich kann wieder reden, ich weiss es. Ich bin euch unbequem, weil ich euch getrillt habe. Ich habe viel von euch verlangt. Aber das war nicht für mich, sondern nur für euch. Dir musste ich als lateinisch buchstäblich ins Grosshirn jagen. Und jetzt marschierst du mit riesen Schritten auf deine eigene Praxis los. Auch mit dir hatte ich Menge Kummer. Die kann ich zu deinem Glück direkt zwingen. Aber jetzt siehst du ja, was du davon hast. Ja, herzig, jetzt lacht. Du hast ein freundliches Kind. Ja, Carli, unsere Kinder haben im Leben alle etwas erreicht. Fast alle. Wir können zufrieden sein. Wir sind nicht reich, aber wir sind gesund. Und das ist die Hauptsache. Und in unserer Familie ist alles in Ordnung. Wenn wir da bei anderen Familien schauen, das stimmt nicht, aber auch gar nicht. Und auf das wollen wir jetzt anstoßen. Prost!
endlich! Helen, der Herbert ist da! Was ist jetzt mit dem Vater? Ist Mama da? Nein, sie ist mit dem Benny zum Coiffeur. Ah, prima. Also, er hat ihn sehr lange untersucht. Das Glück, dass ich dabei war, bei der Vater war schaurig nervös. Er hat wahrscheinlich schon etwas geahnt. Was? Ja, mit dem Fahren ist es auf jeden Fall fertig. Heisst das, der Vater wird blind? Ja, nein, so schlimm ist es auch wieder nicht. Er hat den grünen Star und der kann operiert werden. Ausgerechnet heute an seinem grossen Tag. Hättest du nicht morgen mit dem Mann gehen können? Dann wäre er wenigstens noch einmal mit seinem geliebten Tram 2000 gefahren. Es ist gut, dass wir heute da sind. Es ist nämlich höchste Zeit. Der Professor sagt, es wäre nicht mehr zu verantworten, dass er in diesem Zustand ein Tram führt. Besonders zur Nacht. Ist so eine Operation sehr gefährlich? Ja, diese Art von Star ist relativ harmlos. Eben, wenn man nicht zu lange wartet. Und der Professor Kleingut, die macht den Eingriff selber. Mach dir nur keine Sorgen. Aber wenn das Mama erfährt, das wäre doch für sie... Muss sie es unbedingt erfahren? Es lässt sich das mal nicht umgehen. Wie bringen wir es ihr bei? Das habe ich alles schon mit dem Vater besprochen. Er will ihr es selber sagen, wenn er jetzt dann kommt. Das Beste ist, wir lassen die beiden allein. Wir müssen sowieso gerade arbeiten. Wenn es der Mama beibracht hat, geht er auf die Verwaltung und sagt dort Bescheid. Das sollte jeden Moment kommen. Ich muss nur noch die Schuhe anlegen. Ich komme auch gerade mit. Hast du schon ein bisschen einladen? Ja, die Arbeit ist ja nicht schwer. Nur, jetzt Nacht habe ich schon wieder geträumt, die Mutter sei auf einmal ins Espresso reinkommen. Mama, mach doch keinen Schritt ins Espresso, da kannst du drauf verlassen. Was ist? Hallo, was ist denn da los? Machen wir einen Betriebsausflug? Hallo, Mami, hau es ab, Zähne! Yes, schau doch dann, dass ein bisschen Zeit zurück sind. Ihr wisst ja, was los ist. Übrigens, wie gefällt sie euch? Wer? Ja, dann lasst es halt sein, wenn ihr nichts merkt. Also, bis nachher, Mama. Mach's gut, Mama. Und Kopf hoch. Du, also... Also, gell, so schlimm ist jetzt die Frisur auch wieder nicht. Danny, do you like my hair? Danny, just like a cauliflower. Cauliflower. Ach, du bist doch ein Schnücker. Sicher wieder irgendetwas mit Blumen, also du bist halt einfach ein Gentleman. Birthday, Butterfly, Cauliflower da. Cauliflower, Blumenkohl. Blumenkohl. Cauliflower. Du bist ein Lust. Cauliflower. Was meinst du eigentlich? So, jetzt steige mal da rauf, da. Sag mal, kannst du eigentlich dein Gedicht für heute Abend, your poem? Bis heute Abend muss es sitzen. Till this evening, it must sit. Dein großer Tag, drum frohe Mienen, haben ringsumher die Bienen. Schienen, liebe Schienen. Weißt du, Bienen, die haben eine ganz andere Bedeutung. Die könnt ihr im falschen Hals überkommen. Schienen. Haben ringsumher die Schienen. Denn der Grosspapa kommt. Exercise, denn. Hallo, Grandpa. Hey, hallo, denn. Hallo. Was ist eigentlich los auf der Direktion? Wo? Ah, auf der Direktion. Ja, nichts Besonderes. Du siehst müde aus, Liebe. Aber es ist ja kein Wunder, wenn die dich am hellen, heiteren Tag aus dem Bett reissen. Ein Käferli macht dich wieder munter, Karli. Ich danke dir. Karli, schau mich einmal an. Hast du mir gar nichts zu sagen? Ja, wieso? Woher weißt du? Ja, was meinst du? Meine neue Frisur. Da lässt man sich extra den Kopf frisch renovieren. Und du? Ist doch schließlich für deinen grossen Tag. Anni,
Ich muss mit dir reden. So feierlich? Aber mach ein bisschen. Du musst auch gleich zum Dienst. Sonst fährt dann ein anderer deinen neuen Wagen. Und das könnte dann dem so passen. Ist denn das so wichtig, wer vor dem Controller sitzt? Ein Biech oder ein anderer? Sag mal, Karl, ich gehöre doch wohl nicht recht. Das soll nicht wichtig sein. Krönung von deiner Karriere bei der VBZ. Ich denke seit Tagen an nichts anderes als an das Fest. Z'Abend schlafe ich mit dem Tram 2000 ein. Z'Nacht beschäftige ich mich mit den Ehrengästen. Und am Morgen wache ich mit deinem Direktor auf und da fragst du ihn, ob das nicht wichtig ist. Nein, nein, Carly. Ich weiss schon, was dir fehlt. Ja? Ja. Lampenfieber hast du. Schlicht und einfach Lampenfieber. Du, aber das gibt sich. Weißt du, wenn du dann so im Führerstand vor dem Controller sitzt, du, dann ist das wie wegblasen. Und Carly, vergiss doch nicht, dass wir uns alle mit dir freuen. Kinder, die Nachbarn, das ganze Revier steht Spalier. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt soll eine Überraschung sein. Also, Anni, du machst es einem wirklich nicht einfach. Nein, Carly, die Stimmung lasse ich nicht aufkommen. Und schon gar nicht bei dir, wo ich doch so stolz bin auf dich, Carly. So stolz. Das ist doch für mich heute auch eine Art ein Höhepunkt. Ich bin ja schließlich deine Frau. Anni, rechnest du nie damit, es könnte mal etwas Unvorhergesehenes passieren? Etwas, wo man einfach nicht dagegen machen kann. Zum Beispiel das Haus brennt ab. Oder jemand wird krank. Nein, an das denke ich nicht. Und wenn es kommt, dann ist es da und dann werde ich schon damit fertig. Aber du wirst ja nicht fertig. Du musst ja noch. Hui, Karli, jetzt wirst du Augen machen. Mach mal die Augen zu. Anneli, es fällt mir wirklich nicht leicht, die Uniform abzuziehen, nachdem ich sie jetzt so manche Jahre gedreht habe. Hast du also doch etwas gemerkt? Du bist dann schlauer, als ich gedacht habe. Mach die Augen auf. Anni, du hast... Ach, du bist doch nicht so überrascht. Du hast doch schon gemerkt, was ich vorhabe, als ich dir das Mess genommen habe. Komm, zieh den Jumper ab. Ja, dann muss ich denken. Ja, ja, und zwar hella hepp. Du, sie ist erst heute Morgen geliefert worden. Was sagst du jetzt? Komm, stand mal da vor dem Spiegel. Also weisst du, Anni, du bist denn schon... Ja, das bin ich. Ich danke dir für alles. Es ist noch nicht alles. Gehört doch auch dazu, zum Tram 2000. Tram 2000, es klingt wie ein Traum. Und da ist die Hose. Ja, leg sie an, dann bist du komplett. Anni, eigentlich kann ich wollen... Hoffentlich haben sie richtig Mess genommen. Weisst du ja, wie es ist mit diesen Uniformen? Ja, aber denen habe ich gesagt. Sitzet! Ich glaube. Ich bin gerade zum. Wo ist der Schuhlöffel? Aber Carly, der ist doch wie immer da auf dem Kästli. Ah ja, klar. Komm, Carly, sitz da an. Da ist der Schuhlöffel. Ich danke dir.
Anni, ich wollte dir noch etwas sagen. Morgen ist auch noch ein Tag. Ja, du hast auch wieder recht. Und jetzt gehst du zum Dienst? Ja. Jetzt gehe ich zum Dienst. Mach's gut. Du, ich warte dir dann an der Endstation. Karli, bin so stolz auf dich, so stolz. Das sollst du auch sein. Ich meine, was kann denn schon? Es ist ja noch immer alles gut gegangen. Der Liebe, der war ganz gerührt. Ich würde mich heute noch in ihm verlieben. Was ist denn? Schon etwas vergessen? Du bist das. Wieso kommst denn du? Sie haben doch den Frau Müller angerufen. Ja, aber ich habe ausdrücklich gesagt... Sie sollen einen anderen schicken, ich weiss. Ich habe meine Gründe dafür. Ja, das ist schon möglich. Aber erstens war kein anderer da und zweitens bestimmt der Chef weggeschickt wird. Und der Chef bin ich. Hat gemeint, Frau Müller? Ja, sie hilft mir noch ein bisschen, wie sie jemanden geeignet gefunden haben. Aber der Laden, also besser gesagt, das Geschäft gehört mir. Bar zahlt. Dann bist du direkt eine gute Partie. Ja, das hätten Sie früher müssen wissen. He? Ja, als ob ich je. Auf Geld habe ich nie gesteigerten Wert gelegt. Ich habe noch nichts dagegen. Also bitte, wenn du jetzt schon da bist, da, der Hahn tropft. Muss eine neue Dichtung rein. Haben Sie den Haupthahn abgestellt? Nein, nein, nur den kleinen dort unten. Mhm. Haben wir gerade. Sag mal, Erich, meinst du eigentlich, ich hätte nicht gemerkt, dass du dich heimlich mit dem Helen triffst? Weißt du eigentlich, was du da machst? Das ist unsere Sache. Ja, schämst du dich denn gar nicht? Der arme Bill sitzt in seinem Wolkenkratzer und ahnt nichts Böses. Und was ahnt sie? Überhaupt nicht. Sag mal, wer redest du mit mir? Wissen Sie, was Sie sind? Naiv sind Sie. Herr Weber, Sie brechen die Reparatur unverzüglich ab und verlassen das Haus. Was soll ich nicht geahnt haben? Sie kommen dann sowieso einmal drauf. Ist doch auch nicht meine Sache, Ihnen das beizubringen. Erich, du verlässt mir den Raum nicht, bevor ich weiss, was du mir verheimlichst. Sie ist vielleicht gar nicht die Frau von einem Millionär. Du willst schon mit dem sagen, der Bill sei bankrott? Ich sage überhaupt nichts mehr. Nur schauen Sie mal ins Espresso durch. Dort steht jemand hinter einem Ausschankbuffet, der aussieht wie Helene. Im Espresso am Ausschank? Das ist nicht wahr. Das würde ich mit Helen nie antun. Das ist gelogen. So, das wollt ihr jetzt mit eigenen Augen sehen. Mama! Sali? Hey. Was ist denn los mit dir? Hat sie mit meinem Vater geredet? Nein. Mit mir. Hat sie auf die Warentuf geklopft. Etwa hat sie mal Mühe machen, oder? Spinnst? Sag mal, wie lange wollt ihr eurer Mutter noch etwas vormachen? Das kann doch dich im Dreck haben. Misch dich gefälligst nicht in unsere Familienangelegenheiten. Ist in Ordnung. Da kann ich ja gehen. Hane ist wieder in Ordnung. Dafür hast du alles andere kaputt gemacht. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Du, wenn sich Mama noch etwas antut. Ja, die tut sie nicht an. Die anderen tun ihr immer etwas an. Wo ist sie überhaupt hin? Ist Espresso über! Verrückt.
Mama. Das habe ich nicht verdient. Hinter einem Buffet. Zwei Stangen hell, drei Gulaschsuppen, ein Express-Creme, drei Käsekuchen, ein Äpfelwehe. Das ist zu viel. Mama! Steht hinter einem Buffet und lässt Bier raus. In einem Servierschössli wie Inge. Und der habe ich aber gesagt. Alle Gäste waren auf meiner Seite. Nur so einen Ausländer hätte er beistehen wollen. Den habe ich mit einem Blick erledigt. So eine Blamage. Mama, jetzt hör mal gut zu. Hättest du den Krach sollen erleben? Das Glück, dass wir uns nicht rausgeschmissen haben. Das Glück. Mutter, wir müssen miteinander reden. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich glaube doch. Du am Bierhahnen, wenn das der Bill erfährt. Das ist dem doch scheißegal. Die beiden sind doch schon ewig lang nicht mehr zusammen. Helen, du hast den feinen Mensch verlassen. Sie hat den feinen Mensch nie geheiratet. Dem ist sie nämlich nicht fein genug gewesen. Nicht fein genug? Meine Tochter? Was fällt dem Mr. W. ein? Bist du die ganze Zeit allein geblieben? 8 Jahre. Bist du stolz gewesen, gell? Bin ich. Aber das hätte ich nie gedacht, was dich der Bill sitzen lässt mit dem Danny. Der Gangster. Der Bill ist kein Gangster. Er hat mit dem Bub gar nichts zu tun. Ja, das wollen wir auch hoffen. Der muss gar nicht meinen. Gar nichts zu tun. Ach, so ist das. Ja, und mit dem anderen Vater bist du auch nicht geheiratet. Das ist hart. Wenn das der Papa erfährt. Er weiß es schon. Ach, er weiß es schon. Und du hast es auch gewusst. Und du auch. Alle haben es gewusst, sogar der Erich. Die ganze Siedlung ist informiert. Nur ich habe keine Ahnung. Oh, das werde ich euch nie vergessen. Nie! Dein erster Weg wäre da an meine Brust zu lesen, bin ich deine Mutter. Bin ich dir nicht immer mit Rat und Tat beigestanden? Ja, das bist du. Wer hat mich denn ins Unglück getrieben? Wer hat mich zu meinem Glück gezwungen? Helen, du! Hast mir den Flow in Sorge gesetzt. Keine Ruhe hast du gelassen, bis zwischen Erich und mir alles aus war. Mein Glück, dein Ehrgeiz hast du befriedigt, deine Eitelkeit. Die Schwiegermutter von einem Millionär hast du wollen. Helen! Ist doch aber auch nein, wahr. Das hättest du jetzt nicht dürfen sagen, das ist auch nicht wahr. Mama hat es immer gut mit uns gemeint, sie hat immer noch das Beste wollen. Du brauchst mich nicht zu verteidigen, du schon gar nicht. Du hast mich am meisten enttäuscht von allen. Und mit dir hatte ich Grosses vorgehabt. Grosses! Aber du warst ja zu voll. Ohne ein Fünkchen Willen für nach oben. Und jetzt bist du ganz unten gelandet. Danke, Mama. Vielen Dank. Ja, kannst du dich bei dir selber bedanken? Serviertochter. Ich habe dich schon lange abgeschrieben. Du existierst überhaupt nicht mehr für mich. Ja, geh nur zurück zu deinen Gästen. Du hättest mal so ein Trinkgeld geben, nicht überkommen. Auf mich brauchst du jetzt Nacht nicht zu warten. Was hat sie gesagt? Ja, sie kann doch nicht einfach fortgehen. Sie ist ja schließlich erst... 23. Das lange denkst, oder? Das würde mir imponieren, wenn sie nicht mehr heimkommt. Dinge hat mir nämlich schon immer imponiert, weil sie gemacht hat, was sie hat wollen, nicht was du willst. Dinge ist ein selbstständiger Mensch. Und wir sind deine Geschöpfe. Jawohl, das sind ihr auch. Und ich habe auch etwas aus euch gemacht. Dinge ist nur Serviertochter. Aber euch habe ich doch all Weg gegeben. Mir? Leg doch nicht jedes Wort auf Goldwaage. Auf jeden Fall im Herbert. Aus dem Herbert mache ich eine Kapazität. Wenn ich das aber gar nicht will. Natürlich willst du. Du, sag das nicht. Ist doch nur ein Witz gewesen, oder? Nein, es war ernst gewesen. Einmal muss es doch gesagt sein. Mir passt das alles nicht. Dann tun ein Witz mir schlecht und dann möchte er bald einmal Geld verdienen. Was willst du denn werden? Vielleicht Handwerker oder Beamte bei deiner Intelligenz. Auf alle Fälle nicht Arzt. Ich bin einfach nicht dafür geeignet. Begreif das doch endlich. Dann mach, was du willst. Für mich bricht die Welt zusammen. Aber wer interessiert das schon? Ist ja nicht so wichtig. Ich bin ja nur eure Mutter. Mama. Ich will gar nichts mehr hören. Der Fall ist für mich erledigt. Die Injektionsspritzen werden sie hoffentlich zurücknehmen. Glasspritzen mit eingeschliffenem Kolben. 2 Pfeifernadeln für deine Praxis. Wenn es eine Praxis sein.
Für den Blutdruckmessapparat habe ich auch schon eine Anzahlung gemacht. Mama, es tut mir ja so leid. Nein, leid soll es dir nicht tun, das nicht. Geht nur euren Weg, aber kommt ja nicht zurück, wenn euer Wasser bis zum Hals steht. Ihr hättet mal sollen besser als ich. Raus aus dieser Abwartswohnung, in die Belletage. Für das habe ich Krämpfe Tag und Nacht. Und was habe ich davon? Ein Dritt kommt mir rüber. Und von wem? Von Nichtnutz, Vagabunden und ledigen Müttern. Ja, geht nur, geht. Für was habe ich euch überhaupt auf die Welt gestellt? Bei dir haben sie mich schon fast aufgegeben. Lass es liegen! So, da liegt mein Lebensglück. Jetzt habe ich aber genug von deinem Theater! Theater. Wem sagst du Theater? Großraumwagen, Großraumwagen, Danny, kannst du nicht das Wichtigste vergessen? Und deinen Großraumwagen. Jawohl. Und jetzt gehst du ins Bettli. Ach so, ja, natürlich. Kling, 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 kling. Ab ins Depot. Gute Nacht, Granny. Gute Nacht, Danny. Es muss einfach. Guten Abend. Guten Abend, Mutter. Gehst du aus? Meinst du, ich lege das Zeug zu meinem Vergnügen an? Ich weiss, was wir dem Vater schuldig sind. Soll er darunter leiden, dass ich so undankbare Kinder habe? Nein, nein. Heute wird ausgegangen, ob es mir jetzt drum ist oder nicht. Die Schuhe wünsche ich nicht dem ärgsten Kind. Ist dein Vater überhaupt drum? Wo ist er eigentlich? Zum Dienst gegangen, natürlich. In einer nickel-nackel-neuen Uniform. Zum Dienst? Aber das darf er doch gar nicht mit seinen Augen. Warum hast du ihn auch gehabt? Was ist mit seinen Augen? Er hat doch den grünen Star. Um Himmels Willen, das ist doch gar nicht möglich bei seinen guten Augen. Ja, hat er dir denn nichts erzählt? Kein Wort. Mir erzählt ja niemand etwas.
Das ist etwas Schlimmes, der Grünstar. Ja, ja, Mutter, aber er darf jetzt nicht fahren, vor allem wenn es dunkel ist. Er sieht doch kaum etwas. Was Himmels Willen, dann kann er doch nicht fahren. Komm, wir verwünschen ihn auch beim Depot, den armen Karli. Hoffentlich ist es noch nicht spät. Ach, und ich bin immer so stolz auf seine Augen. Mama, der Danny möchte ihm noch gute Nacht sagen. Die Tür ist offen. Was willst denn du noch um diese Zeit? Hast doch sicher schon Feierabend. Ja. Ist etwas so in Ordnung? Ja, mit eurer Wasserleitung. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich auch nicht. Hast du doch erst gerade gepflegt. Gespätzig, vorhin ist es doch noch gegangen. Ja, dem liegt es auch nicht. Jetzt muss ich suchen. Ist möglich, dass ich die ganze Mauer aufspitzen muss? Um diese Zeit? Ja, deine Mutter muss es pressant haben, sonst hätte sie nicht nachgeschlitten. Das hat mich sowieso gewundert, dass sie... Sie hat mich doch jetzt Mittag so gut wie rausgefallen. Ein herrlicher Tag. Wir haben uns alle die Waren am Kopf gerührt. Ja, es tut mir leid, Lena, in meine Schuld. Ich habe damit angefangen. Allerdings, erst als sie mich provoziert hat, die hat mich richtig gereizt. Das kann sie. Das kenne ich. Ja, nun. Einmal hat sie ja müssen rauskommen. Hast du etwas nachgegessen? Nein. Ich habe gerade wählen, dort hat deine Mutter angerufen. Ich mache uns etwas parat. Gerne. Mal schauen, was sie im Einschrank hat. Das weisst du immer noch. Ja, das habe ich nicht vergessen. Es war eine ganz nette Zeit damals. Eigentlich die netteste. Und trotzdem bist du abgehauen. Ja, da habe ich noch nicht gewusst, dass die netteste war. Da bin ich mir manchmal vorgekommen wie im Gefängnis. Dein Möblierzimmer war die Zelle und du der Wärter. Also mir ist das nie so vorgekommen. Ach, komm jetzt. Manchmal haben wir es doch auch ganz schön miteinander. Obwohl die Schlummermutter nie richtig geheizt hat. Aber vielleicht haben wir es gerade drum so schön gehabt. Es hat ja Möglichkeit gegeben, dass man nicht friert. Aber die hat grundsätzlich geknarrt. Weißt du, was mich am meisten gestört hat? Dass du mir Lehneri gesagt hast. Bei jedem Lehneri bin ich schier die Wände drauf. Ja, aber Lehneri, das. Oh. Entschuldigung. Heute stört es mich nicht mehr. Heute höre ich sogar gern. Aber da. Du bist ja so komisch gsi. Komisch? Aber ich hatte doch immer Zeit für dich. Das war es ja gerade. Immer bist du da gestanden wie ein Wachhund. Und ich habe gemeint, sei glücklich, wenn du mit mir zusammen sein kannst. Nein, ich bin unglücklich, weil ich musste mit dir zusammen sein. Du hast mir ja kein bisschen Freiheit gelassen. Nicht so viel. Oh. Jetzt bist du ja frei. Ja, gespässig. Man will immer das, was man nicht hat. Und wenn man es dann haben kann, will man es nicht mehr. Das war ziemlich deutlich, Erich. Aber du hast recht. Man soll nie dort anfangen, wo man vor 9 Jahren aufgehört hat. Für das ist auch zu viel passiert seither. Leneri, schau. Nicht, dass ich dich nicht mehr gern hätte, aber über den Bill komme ich einfach nicht weg. Das ist wie eine Mauer zwischen uns. Ach, ich kann ja begreifen, dass er mehr imponiert hat. Ja, zuerst. Beim Bill war alles so selbstverständlich. Er hat uns alle überrannt. Die ganze Familie, die Mutter und mich. Vielleicht sollte man sich überhaupt nicht binden. Vielleicht redet man sich nur ein. Man muss unbedingt eine Familie gründen. Mit eigenen Kindern. Ja, vielleicht sind wir gar nicht geeignet für die Ehe. Aber wir sind doch beide inzwischen älter geworden. Und auch ein bisschen vernünftiger. Und erfahrener. Auch das. Ich glaube, ich bringe jetzt etwas mehr mit Ideen als früher. Das hat bestimmt. Der Bub ist ja nicht zu übersehen. Der kann ich auch nicht übersehen. Das ist wie ein Stein im Schuh, der ihn drückt. Der wird mich ständig daran erinnern, dass du mit dem Bill... Es gibt einfach Sachen, die man nicht runterfressen kann. Leneri, das hat nichts mit meiner Achtung von dir zu tun. Nicht, das meinst du. Uneheliche Kinder und so. Ah, ja, wieder heiraten. Erich, du weißt nämlich noch nicht alles. Der Vater von Dan heisst Ernest Cummings, ist verheiratet und ahnt nichts von seinem Glück. Das ist aber nicht wahr. Doch, und jetzt gang. Du brauchst auch nie mehr wieder zu kommen. Es gibt ja noch andere Spengler. Moment! Warte mal, nicht vom Bill. Der Bub ist nicht vom Bill.
Ist das wahr? Ja. Ja, aber Leneli, der geht's ja. Sag mal, ich komme nicht mehr ganz mit. Oder hast du richtig gehört? Der Bub ist von einem anderen, von einem noch anderen. Ja, das ist es ja gerade. Den kenne ich nicht und darum stört er mich nicht. Er hat dich mir ja nicht weggenommen. Verstehst du? Nicht ganz. Aber ich glaube, ein bisschen schon. Ist der Vater da? Nein. Wieso? Was ist das? Das war meine letzte Hoffnung. Er ist verschwunden. Ach, warum bin ich nicht gerade sofort zu ihm gegangen? Aber ich musste ihm schließlich assistieren. Wem? Am Herbert natürlich, sonst wäre er doch verblutet. Wer? Der Herbert? Nein, der Verletzte selbstverständlich. Was sind die denn so schwer von Begriff? Ui, wenn ich nur wüsste, wo der Vater ist. Der tut sich etwas an, ich sage es euch. Wieso? Also, was ist jetzt eigentlich passiert? Ja, was passiert ist, und da fragst du noch, so eine Bühle. Der schöne Grossraumwagen, das Nickel-Nackel neue Tram 2000. Also ein Zusammenstoß? Natürlich, was denn sonst? Wir sind spät gekommen, wo der Herbert und ich im Laufschritt um die Ecke gekommen sind. Im Laufschritt mit diesen Schuhen! Da hat es getatscht. Das Auto ist natürlich von links gekommen. Der Fahrer natürlich besoffen und mit Standlicht ist er gefahren. Ja, da hätte der Vater natürlich nicht sehen können. Der Armbappen, das nach 30 Jahren unfallfreiem Fahren. Ja, das muss ja ein schwerer Schock gewesen sein. Ja, und wie? Der Mensch ist uns direkt durch die Windschutzscheibe vom Fies geflogen. Tot? Ja, tot. Der Herbert war doch dabei. Hätte mir gar nicht passieren. Der Bub war der Ruhe selber. Ihr hättet es gesehen, wie er seine Anordnungen getroffen hat, wie ein Professor. Ja, nicht einmal schlecht ist zum Wort, ich habe es immer gesagt. Ist er schwer verletzt gewesen? Ja, da blutet, was überhaupt noch möglich war. Wie viel hat er denn gehabt? Mindestens 2,5 Promille. Der Herbert hat den Alkohol kaum stillen. Und wie das Herz gegangen ist. Aber der Herbert hat alles zum Stillstand gebracht. Wo dann der Doktor kam, da hat er nur gesagt, da gibt es für mich nichts mehr zu tun. Mein junger Kollege, hat er gesagt. Er hat ganze Arbeit geleistet. Also mir ist das natürlich aber wie Öl. Und der Papa? Das ist es ja eben. Als ich mich um ihn wollte kümmern, war er schon vor. Ja, was? Er wird doch nicht. Das wäre ja Fahrerflucht. Was? Oh, da kennst du den Karl schlecht. Er hat zuerst alles zu Protokoll gegeben. Der Polizist war sichtlich beeindruckt. In aller Ruhe hat er den Vorfall geschildert, hat er mir gesagt. Und das ist ja das, was mich so nervös macht. Ich kenne doch den Karli, wenn er so ruhig scheint. Und jetzt ist er fort. Nie mehr rum. Der irrt doch irgendwo über in der Straße vom Rand und meint, der sei schuld. Kennt doch den Vater. Der zerfleischt sich doch jetzt und ich bin nicht dabei. Ganz allein in dieser Stimmung und bei diesem Regen. Wie eine schöne neue Uniform. Ich muss ihn weiter suchen. Wir kommen mit. Ja, aber wir müssen systematisch vorgehen. Jeder sucht in einer anderen Richtung. Kommen, Kinder, wir müssen ihn finden, bevor es zu spät ist. Ausgerechnet mir hat das so passieren. Ausgerechnet dem Karli Wiesner. Ja.
Schon die Sechste? Kann schon sein. Nicht, dass ich den Kaffee nicht mehr gewonnen habe, aber es ist schon die Sechste. Herbert, stell den Radio ab. Nicht genug, dass heute alle Seelen ist. Sie müssen dann auch zusätzlich solche Musik bringen. Das verstehst du nicht. Ist er krank? Frag nicht denn. Geht der Grandpa nicht zum Dienst? Grandpa geht nie mehr zum Dienst. Fein, ich kann nicht spielen mit seiner Uniform. Untersteh dich, ja. Sag mal, hast du gar kein Gefühl? Komm, marsch zurück ins Bett. Den Amerikanern fehlt in dieser Beziehung jedes Fingerspitzengefühl. Lass ihn doch, der Bub weiß doch nicht, was los ist. Das geht mir jedes Mal durch und durch. Carli, wie ist er? Ja. Mir ist eigentlich schon wieder ganz. Schon wieder. An mir entschuldigen. Der arme Carli. Carli! Nun ja, rund ein Dutzend Abführtabletten sind auch eine ganze Menge. Komisch. Bei mir haben sie nie gewirkt. Kunststück, Mama. Du hast beim Nachfüllen Gläser verwechselt. Und Schlaftabletten ins Abführglas da. Ja, ich habe mich noch gewundert, dass ich immer so müde war. Du hast dem Vater das Leben gerettet. Wenn das Schlaftabletten gewesen wären. Siehst du, wenn eure Mutter nicht wäre. Kannst du das wieder in die Ordnung bringen? Das stimmt. Mit Ordnung will ich viel Kohle. Kohle? Was ist? Ich habe vergessen anzuschütten. Ich mache das doch, Mama. Aber nein, du mit deinen diffizilen Händen. Ich werde mir schon keine Verzierung abbrechen. Bitte mach, was du willst. Ich sage nichts mehr. Von mir werden dir keinen einzigen guten Rat mehr hören.
Karli, willst du nicht lieber ins Bett? Oh nein, das ist mir zu weit. Dann sitz wenigstens wieder da an. Ich mach dir eine Bettflasche, das Wasser ist noch heiß. Sitz ruhig an. Und probiere mal nicht dran zu denken. Ja. Du kannst gut reden, du. Der Danny war vorhin schon so munter. Ach, Karli, die Nacht werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Du musst entschuldigen, Nanni. Was heisst denn entschuldigen? Du bist halt mal aus der Schiene gekippt. Kann ja mal vorkommen. Sollte aber nicht. Und das könnte dir so passen. Einfach so draus laufen und uns alle allein lassen. Ich wollte ja gar nicht draus. Einfach fort. Ich meine, einfach fort vor allem. Weißt du, einfach nicht mehr daran denken. Einfach schlafen. Schlafen. Für immer, wenn möglich. Mhm. Karli, was sollen wir denn machen ohne dich? Du bist doch der Wichtigste hier. Aber nein, das bist doch du. Dummes Ohne mich geht's nicht, aber du bist der Wichtigste. Kann das ja so gut nachfühlen. Kann auch schon mal wollen. Was? Schluss machen. Du? Ja, wegen dieser kleinen Schwarzen. Wegen? Weiss gar nicht, wer du meinst. Du weißt ganz genau, wen ich meine. Die kleine Schwarze, die alle Tram vorbeigehen lassen hat, bis dann dein Schlitten gekommen ist. Du meinst Stella? Ja. Herr Branni, mit der Ella bin ich doch nur eine ganz kurze Zeit gefahren. Leider auch gegangen, Karli. Leider auch gegangen. Aber Stella war doch Leiterin in der Kantine vom Depot. Und dann nur eine ganz kurze Zeit, dann hat man sie versetzt. Das bin ich gewesen. Hä? Der Direktor hat gemeint, sie besser. Aber Anni, das mit der Ella ist doch gar nichts. Und sie daher ist überhaupt nichts. Das weiss ich. Ich weiss alles. Was du machst, was du denkst. Meistens schon bevor du es denkst. Auch wenn ich aussehe. Meine Schönheit ist auf den Stegen geblieben. Jede Woche 5 Stegen putzen, 29 Jahre lang. 4 Kinder bekommen, 3 davon grossziehen. Ach, Karli, man wird vom Schicksal nicht mit Jockey übergossen. Höchstens tut der Gacko gezogen. Karli, jetzt geht's dir schon wieder besser. Machst du ja schon wieder Witz. Anni, im Ernst. Möchtest du einen Tag missen? Keine. Als ich in dieser Zeit allein herumgefahren bin. 15 Mal um die Welt herum. Mit dem Tramli. Dabei wollte ich Kapitän werden. Ein Glück, dass du nicht geworden bist. Sonst hätten wir uns ja gar nie kennengelernt. Weißt du noch? Ja, der Siebener gefahren. Der Kondukteur hat schon lange das Zeichen gegeben zur Abfahrt. Du bist immer an der Tramhaltestelle gestanden. Und alles nur, weil mir ein Streps am Strumpfhalter draufgegangen ist. Aber wenn du den Strumpf wieder angemacht hast, ist halt dazu ein netter Anblick. Die Ampel ist grün geworden, gelb geworden, rot, wieder grün. Du hast nur meine Beine gesehen. Bis dann der Polizist kam und gesagt hat, bei welcher Fahrt möchten Sie gern weiterfahren?
Das war furchtbar peinlich. Du hast einen Kopf bekommen wie einen Ballon. Und dann bist du losgefahren. Bei Rot. Ja. Aber ich war noch klar genug, um die Fragen, ob du am nächsten Samstag zu oben Zeit hast. Und ich habe ja gesagt, obwohl das Reden mit dem Wagenführer strengstens verboten ist. 6 Wochen später hast du dann noch meine Hand angehalten. Das werde ich nie vergessen. Du hast mir aber versprochen, du hättest es vergessen. Du warst so komisch gewesen. Ja, was heisst komisch? Ich hatte einfach eine Kleinigkeit intus. Da haben wir doch mehr Mut antrinken. Was heisst eine Kleinigkeit? Du warst so blau gewesen, dass du zu meiner Mutter verehrtes Fräulein gesagt hast. Ich würde so gerne lachen, aber ich traue mich nicht. Also, Karli, ich sag dir jetzt etwas. Du gehst jetzt ins Bett. Nein. Ohne Widerrede. Das ist jetzt vorbei. Komm, Karli, komm. Ja, ja, aber auf die Verantwortung. Ja. 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 Geht jetzt das wieder nicht? Vater ist ein bisschen liegen. Vater, ich bringe dir ein frisches Handtuch. Bitte. Wie bei unserem alten Doktor. Der hat immer ein frisches Handtuch bekommen, wenn er zu uns zur Visite gekommen ist. Ja, Schwamm drüber. Mutter, ich habe mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Gestern Abend. Zuerst wollte ich davor rennen, aber dann... Ja, ich war der Einzige, der helfen konnte. Also musste ich. Müssen. Und da habe ich zum ersten Mal gespürt, wie schön das eigentlich ist. Kurz und gut, ich studiere weiter. Ja, warum heulst du? Jetzt willst du spritzen in deinem Abfallkübel. Ach, gut. Der Tag hat so trist angefangen. Und jetzt ist mir Weihnachten und Ostern miteinander. Also, der Inge könnte jetzt aber auch mal aufstehen. Inge, der Herbert studiert weiter. Sie ist nicht heimgekommen. Sie hat es ja gesagt. So etwas sagt man, aber das macht man doch nicht. Hätte man es auch denken. Serviertochter in einem öffentlichen Lokal. Im Opernhaus wäre das nicht passiert. So etwas kann sogar in New York passieren. Bitte. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich habe mir fest vorgenommen, ich mache keinen einzigen Fehler mehr, den ich mir vorher nicht gründlich überlegt habe. Guten Morgen. Hallo Inge. Herbert, lass mich mit deiner Schwester allein. Mama, denk bitte daran, dass Inge immerhin vor 23 Jahren geboren worden ist. Ich weiss es, ich war dabei. Also, es geht mich auch nichts an. Und ich wollte auch gar nicht wissen, wo du warst. Dann ist ja gut. Oh, das findest du gut? Du treibst dich die ganze Nacht um, die ganze Nacht. Du hast mich auch rausgehauen. Ach, rausgehauen. Sonst hört man nicht auf mich, aber das nimmt man wörtlich. Schade. Jetzt ist es spät. Wahrscheinlich nicht zu wenig auf dich aufpasst. Mir hat es gelangen. Und gekifelt haben wir auch immer. Warum eigentlich? Wir sind uns zu ähnlich, Mama. Das ähnlich? Du, gell, also das hätte ich mir nie getraut. Eine ganze Nacht wegzubleiben und mich in die Arme von einem wildfremden Kerl zu werfen. Er ist mir gar nicht fremd.
Ja, das ist ja noch schlimmer. Wie lange geht denn das schon? Schon ein ganzes Weile, aber heute bin ich zum ersten Mal bei ihnen geblieben. Nach dem Krach von gestern Abend. Wo hätte ich denn hin? Richtig geflüchtet bin ich. Bei ihm habe ich Schutz gefunden. Ja, feiner Schutz. Nein, Mama, nicht was du denkst. Ja, wir haben die Nacht in einem Zimmer verbracht. Und wenn er die Hand ausgestreckt hat, das wäre ganz einfach gewesen. Aber es gibt Situationen, hat er gesagt, die man nicht ausnutzen soll. Wenn ich so zu ihm gekommen wäre, aber ich bin ja zu ihm geflüchtet. Du, Mama, heute Nacht habe ich ihn nicht verstanden. Aber jetzt weiss ich, dass ich ihn gern habe. Ja, trotzdem, es wäre nett, wenn man den Herrn mal kennenlernen würde. Was ist er denn eigentlich? Musiker. Er sieht auch gut aus, nur... Ja, weißt du, mit der Sprache. Ich meine, mich stört es nicht, ich finde es direkt süß. Um Himmels Willen stottert er? Wie kommst du denn da drauf? Er ist nicht von da. Non-Amerikaner? Nein. Engländer? Nein. Österreicher? Ein Jugoslaw? Nein. Ja, noch südlicher. Ein Afrikaner? Nicht ganz. Ach, natürlich. Die italienische Wirtschaft. Also, der Bruno ist ein ganz stiller, feiner Mensch. Und wer ist der Bruno? Er. Der Bruno Ranieri. Ja, das ist auch ein Name. An den wirst du jetzt gewöhnen. Er wird nämlich noch heute um meine Hand anhalten. Der Vater ist doch da. Ja, aber ich weiss nicht, ob er aufstehen kann. Ist er so schlimm mit seinen Augen? Wieso mit den Augen? Also, Kind, dein Vater hat heute Nacht probiert, sich das Leben zu nehmen. Mit 12 Abführtabletten. Ich gehe gerade zu einem Mann. Aber bist ein bisschen leislig. Vielleicht ist er jetzt gerade eingeschlafen. Ja. Du, Inge. Ja? Haben wir nicht noch ein Foto von Erich? Irgendjemand im Familienalbum? Doch. Die Seppseite sie nicht herausreissen können, weil der Herbert hinten drauf war. Das kommt vom Mann. Was wolltest du damit? Nicht. Das war nur eine Frage. Ein strammer Burst. Hat mir eigentlich schon immer besser gefallen. Genau, hallo, hallo, hallo. Aber nein, nein. Aber nicht in deinem Stegenhaus. Hören Sie sofort auf, was fällt Ihnen ein? Die sind in der Spind, ja. Haben Sie gehört, Sie sollen sofort aufhören, habe ich gesagt. Und das ist ja wahr. Hallo, Sie sollen aufhören. Wenn Sie nicht sofort aufhören, habe ich die Polizei. Ah, dem habe ich seine Trompete gestopft. Mama, was soll das? Du musst entschuldigen, Mama. Das ist also dein stiller, feiner Mensch. Bruno, was soll denn das? Nicht das stören. Ich erschaffe mein Lebensglück. Ranieri. Bruno, Gianpietro, Roberto, Giovanni. Oh. Der hat aber ganz schön. Sehr schön. Beidur. Der perforiert ja mein Rummelfell. Schön. Ein bisschen laut. Also Bruno, wo du vorher von mir fort bist, bist du noch vollkommen nüchtern gewesen. Bruno, benimm dich. Jetzt ist der Vater vom Wachen, muss dann der Radio so einen Krach machen. Was fragst du denn mich? Deine Schwester hat ja den Lautsprecher ins Haus gebracht. Was ist denn jetzt wieder los? Carli, da will einer die Inge heiraten. Wer? Der Bruno. Da sitzt der strahlende Bräutigam. Was ist der da? Der ist ja vollkommen besoffen. Carli, hättest du in nüchternem Zustand um meine Hand angehalten? Anni! Ich kenne mich ja entsetzlich, aber so habe ich ihn noch nie kennengelernt. Dann ist es aber höchste Zeit. Schaut ihn genau an, mein Kind. Ein Mann muss man in jedem Zustand gern haben, sonst ist es nicht der Richtige. Ey,
erst, wenn dich nicht mehr, aber auch gar nicht mehr an ihm abstoßt, dann ist es die grosse Liebe. Ach, Bruno. Bist du enttäuscht? Wirst du mir auch nicht mehr mögen? Doch, doch, sie wird dir die mögen, doch. Und wenn sie die Mama wie es zu ihrem Glück zwingen. Nein, Karli, das ist jetzt vorbei. Aber Inge, schau ihn doch an. Er hat doch einen Blick wie ein Rehrücken. Das ist es doch, Mama. Bruno. Ich habe mich gestört, Mama. Nein, nein, kommt nur rein. Ich bin doch gestern nicht mehr dazugekommen, dass die Leitung zu reparieren. Das hat Zeit, Erich. Jetzt hör mal, Mama. Du lässt ihn gestern nach dem Feierabend nach Hause, jetzt hat es plötzlich Zeit. Ja, heute ist alles Seele, heute wird nicht geschafft. Das macht doch nicht. Wegen dem kann ich trotzdem heute die. Nicht, der schafft mich noch. Nervös, Mamina. Soll ich etwas spielen? Ein anderes Mal. Vielleicht, wenn ich einmal nicht daheim bin. Komm, Bruno. Jetzt gehst du mir zuerst einmal unter die Dusche. Dann schlaf 2 Stunden und dann macht er einen doppelten Espresso. Und dann bist du wieder fit. Komm. Du bist un amore perfetto. Ist er so schön, a Familia? Tja. Sehr schön, Bruno. Aber anstrengend. Bruno, wenn du dann wieder nüchtern bist, kommst du mal bei mir vorbei. Ich habe dann ein paar gute Ideen für dich. Du, Mama, damit wir uns gerade richtig verstehen. Der Bruno ist ein selbstständiger Mensch. Über den bestimme ich. Von wem hat dir das bloß? Auf das kommst du nie. Aha, gewusst wo. Hm? Erich, es ist alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Wo gehst du? Ich Haus. Ich habe die Nase voll bis da. Das haben Sie ja wieder schlau ausgedacht, Frau Wiesner. Aber ich lasse mich doch nicht mit einem Lasso einfangen, wie da der Mr. W. Ich nicht. Mama, was hast du wieder gemacht? Reneri, das hat mit unserer Freundschaft nichts zu tun. Aber ich lasse mir den Trick von deiner Mutter nicht mehr länger gefallen. Wann hören Sie endlich auf, sich in Angelegenheiten von fremden Leuten einzumischen? He? Das hast du ja wieder grossartig arrangiert, Mama. Seinerzeit bin ich Ihnen nicht fein genug gewesen, aber jetzt, als Sie Ihre Tochter wieder unter die Haube bringen müssen, schaffen Sie mit allen Mitteln. Wissen Sie, was Sie sind? Das müssen Sie uns nicht sagen, das wissen wir selber. Ich lasse meine Frau nicht von Ihnen beleidigen. So, und jetzt raus! Bitte, bitte. Wie Sie meinen. Also, Karli. Jetzt aber raus mit dem Spruch. Was hast du angestellt mit dem Erich? Wie du den rausgefallen hast. Grossartig. Nur leider vollkommen letzt. Als ich mir doch so eine Mühe gegeben habe, ihn wieder ins Haus zu bringen. Ah, hast du also doch wieder etwas eingefädelt? Ach, Karli, was hätte ich denn machen sollen? Ich habe ihn doch rausgefallen. Und als der Bill nicht mehr akut war, wie bringt man einen Spengler ins Haus? Kaputt war nichts. Und dann habe ich halt den Haupthahnen abgedreht, dass alles wieder im Fluss kommt. Anni, du bist denn schon eine. Jetzt lass doch die Kinder einmal selber machen. Sie können doch schon laufen. Es tut mir, Dinge sind auch ganz glücklich mit ihrem. Wie heisst er eigentlich? Bruno, ein begabter Bursch. Also, den lasse ich natürlich nicht in einem Damzing verkümmern. Mit dem habe ich Grosses vor. Der kommt mir ins Tonhalleorchester, Minimum. Hören jetzt schon die 9. Blase, ganz piano, ganz leslich. Und wenn er vielleicht das gar nicht will? Na gut, dann blasen sie halt laut. Ich mache kein Mensch mehr Vorschriften. Von jetzt ab kümmere ich mich nur noch um uns zwei. Ja, da hast du noch auch genug zu tun. Wird er ganz schön auf der Haube liegen, die erste Zeit nach der Operation. Aber Karli, du kannst mir doch gar nicht auf der Haube liegen. Und wenn ich dann den Verband vor den Augen habe? Dann wird ich eben für dich sehen. Oder wirst du dich aber wundern, was du alles zu sehen bekommst. Ich sehe alles. Aber natürlich nur, wenn du willst. Aber Anni. Ich zwinge keinen Mensch mehr zu irgendetwas. Ich habe es noch ganz gern. Du bist doch so etwas wie meine Oberleitung. Nein, Karli. Die habe ich jetzt niedergelegt. Endgültig niedergelegt. Karli, der Erich hat die Tasche da gelassen.
machen. Ha ha.